1982 begeisterte das Schienensystem die Republik und wurde danach von Zuschauern sogar nachgebaut. Das war nur eine der verrückten Garagen-Stories in der Geschichte von Außenseiter-Spitzenreiter. ...1985 gab es da noch eine wesentlich verrücktere Konstruktion. Nein, das fahren wir durch. Das Auto, wie denn hier? Nee, das geht doch nicht. Ja, das fahren wir durch hier, das bauen wir an hier. Dann müssen wir ganz schön die Luft anhalten, das ist ja so eng hier. Nein, das geht schön. Was ist das? Dann wird's verrückt. Die ganze Familie ist dabei, helfen Sie mal. Sagen Sie mal, das ist eine Zuchtbrücke. Was ziehen Sie denn da hoch? Ihre Treppe? Da geht's, da oben geht's in die Wohnung. Oh, da braucht man Kraft zu? Es geht. Training. Weil es ist oben. So. Na, sagen Sie mal. Ja, na, das ist ja aber eine ganz große Idee. Also, wer ist darauf gekommen? Mein Opa. Vogel aber schoss 1990 Henry Guillache in Rochlitz ab. Er durfte aus Gründen des Denkmalschutzes keine Garage in sein Haus bauen. Oder genauer, er durfte die Fassade nicht verändern. Und so wurde aus einer Wohnstube ein perfekt getarnter Fahrzeugunterschlupf.